Und rechtfertig und süß. Gesundheit und Verteidigungsstärke erhöht. Das esse ich. Und verdiene Heldentum. Ja, Abartig. Bäh. Widerlich. Abartig. Widerlich. 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 So. Laden. Die 30. Minute bin gleich. So, dringende Quest. Der. Oh nein. Herrscher! Tschüss! Tschüss! Gut, zwei Spieler. Ich glaube, wir sind für die Ohrenstein wirklich sehr reif schon. Ja, überreif. Wir sind überreif, die müssen gepflückt werden. Eindeutig. Soll ich Fassbomben mitnehmen? Große Fassbomben so ein bisschen. Kann ich auch mitnehmen. Kann nicht schaden. Kann das irgendwie aktivieren? Ah ja, wir haben Farbwelle. Schulz. Und ich. Na und? Dann komm bei dich mal. Chili Vanilli. Jetzt muss ich einen saufen gehen. Geht Chili doch. Vanilli bitte. Dodi. Muss ich jetzt schon wieder ordnen? Mensch. Sie rutscht. Bäh. Ah. Quest beginnen. Zeitvorgabe 50 Minuten. Willst du keine Taumittel mitnehmen? Nö, hab ich kein Platz, glaube ich. Ach Mensch, bist immer so unausgerüstet. Oh doch, oder jetzt hab ich Platz. Okay. Bist auch schon so weit, dass du keine Karten mehr mitnimmst? Naja, weil ich sie dann nachher eh wieder ablegen muss. Ja, weil es sinnlos ist, wir wissen ja schon, du bist schon drin. Ja, ich bin drin. Okay. Oh, auch noch Schallbomben mit. Scheiße. Nee. In die falsche Richtung gelaufen. Wie kannst du bei diesem Weg in die falsche Richtung laufen? Ich bin da rein, weil ich hab gleich Dreiecken kreisen. Ja, bei mir ist ja kein Dreiecken, aber mir ist ja irgendwas gucker. Undefinierbar ist bei mir. Okay. Da, mein Dreieck ist undefinierbar. Was hast du denn mit denen gemacht? Ich sag, die sind locker alle. Das hast du bei dir komplett rumgedreht einmal. Ja, mein X auch. Mein X ist ein Malzeichen. Mensch. Und mein Kreis ist ein Oval. Ey, in X kann sich aber nicht drehen. Das sieht bei mir genauso aus. Ah nein, bei dir doch. Das hat sich genau 90 Grad gedreht bei dir. So. Dann bin ich daneben gesprungen. Lustig, tralala. Ja, ja gut, der Akantorex wurde ja disqualifiziert. Ja, weißt von der ja? Challenge. Haben wir zusammen geguckt. Ja, ein Wunder, dass der mal irgendwie. Ausgeglichen wie ein Waldmeister. Ja, klar. Ich kann einfach nur nicht treffen. Der hat sofort nach rechts ausgewichen, egal wie und wann. Immer nach rechts ausweichen, auch wenn von rechts ein weiteres Monster kommt. Wer? Na er! Er wollte gerade abhauen, er wollte gerade abspringen. Shock Trap. Ach, du hast den schon gepaintet. Nein, ich greife direkt an. Ich treffe sogar, oh mein Gott. Gerade eben hätte sich der Blondonga echt über die Hitboxen aufregen können. Ja. Ich habe daneben geschlagen, wurde trotzdem getroffen. Abspringen und ist da geblieben bei mir. Das ist eine ganz schlechte Idee, das weißt du. Das ist gar nicht, du musst einfach hinkommen. Wo ist denn jetzt hin? Ach da. Hinter dir vielleicht? Gutti. Mensch. Du Mensch. Du stehst auch extrem schief. Gar nicht, du rennst hier wie wild rum. Stellst du deine noch? Ja. Hast du? Mensch, was hast du für ein riesen Dinger? Na, ich hab Plusbomben. Ja. Die Zähne kriegen wir noch kaputt. Haha. Wie war das? Du brauchst keinen Ohrstöpsel. Ich brauch die nicht. Ich kann alles moin. Ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Aber sowas von, das war Gott auf Moin. Ich bin ein mega Gott auf Moin. Schon geworden. Also ich muss den Leuten helfen. Ja, eindeutig. Und das dann noch beim selber treffen, ne? Boah, Mensch. Hat mir jetzt Angst eingejagt. Ich dachte, ich wäre getroffen. Na, dann nicht mehr. Du doch nicht. Ja, ich werde nie getroffen, ne? Du bist der Gott auf Monster Hunter. Ja, auf jeden Fall. Du bist als Anime Karamiti. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Verdammt. Bin ich geohnt. Ich sehe gerade nicht, was ich mache, also tut mir leid, wenn ich dich treffe. Geh weg. Nicht nach links gehen, also, ja? Von dir. Okay.
Ich dachte gerade, du machst Würfelfeuer, aber du hast ja eine Lanze. Ich hab eine Lanze, ich hab kein Ding. Schade, ich dachte, ich kann ausweichen. Schade, ich dachte, ich könnte ausweichen. Ja. Und dann wollen die Zähne kaputt kriegen. Ja, dachte ich auch. Ich hab sie kaputt gemacht. Nein. Doch. Oh. Dann hat sie knapp gemacht. Was sagt er, was? Knapp gemacht. Was sagt der Kanacke, wenn er Beyblade spielen will? Nicht 1, 2, 3, der Rip, sondern 1, 2, 3, der den Knack. Der den Knack? Weil das bei Springmesser Knack macht. Der den Knack. Okay. Okay, also irgendwie geht der relativ schnell, oder? Der ist bald tot. Sag ich doch, der geht relativ schnell. Ja, mit Lanze. Ja, nicht Lanze, aber wirklich halt leid. Hab ich gerade vor dem Angriff von ihm gerettet? Nein, nicht ganz. Doch. Ich werde automatisch blocken. Ui! Mensch! Synchron! Aber wirklich, ich renne rein und ja. Und ich spring eigentlich zur Seite, aber egal. Irgendwie hatte ich nur durch die Fronten getroffen, immer richtig. Das ist durch nichts anderes. Ich sterb mal nicht, wenn das in Ordnung ist. Na, versuch's mal nicht. Ich werde. Hä? Ich war vor in seiner Brandung und hat trotzdem getroffen. Da bin ich drüber gesprungen. Okay. Du hast mich getroffen. Hast du das? Nein. Hä? Ich hab zwei mit Emma geworfen. Scheiße. Ha, bitteschön. Was haben wir uns Hey getroffen? Ja, den kann man sehen, kann man dass man das zerstören kann. Ja, weiß ich. Und Feuerwaffen. Ich weiß. Angriff auf den Tail. Sorry. Hast du mich getroffen? Du Lanze ist nicht so bösartig, ja. So, auf den Tail, den kriegen wir noch weg. Jetzt rufe ich dich alles ins Weg, dankeschön. Ich bin gerne aus dem Weg gegangen. Also, es ist cooler, dass, wenn der Tail von dem genauso lang wäre wie der von Kungadala. Ja. Ja, es lesen trotzdem einige nicht. Dangongas Tail kann man wirklich zerstören, aber nur mit Feuerwaffen. Das ist genau das gleiche wie bei Rayang. Rayangs Tail kann nur mit Eiswaffen zerstört werden, nicht mit anderen Elementen. Ja, und könnten die Zähne eigentlich auch nur mit Feuer zerstört werden? Auch mit Feuer. Ich habe gerade einen Riesenknochen bekommen. Also bei da ist bei Rayang der Unterschied, Hörner können egal durch was zerbrochen werden. Und natürlich auch cool, nur durch Eiswaffen. Bist du fertig mit Aushalten? Noch nicht. Warte. Jetzt. Okay. Ich liebe meine Lanze, ich liebe meine Lanze, ich liebe meine Lanze. Ja, getroffen. Mann, ich hab wieder erwischt eigentlich. Warte mal, kann ich eigentlich nicht mit Elanschlag aufhalten mit dem Rennen? Jetzt. Nee. Scheinbar nicht. Aber es hat einen richtigen Moment gemacht. Oh, du hast noch eine Idee mit zurückspringen. Dass du ausmalen willst, dass du malen willst. War wieder zu spät? Ja, wieder zu spät, wieder zu spät, wieder zu spät. Ja. Mhm. Ich sag, bringen wir uns nächste Matt rein, wie ich dich dann noch aufhalte. Der Angriff von dem Kopfballon ist eh nicht so toppen, der war am genialsten, wie ich dich da weghaue. Blambonge Reißzahn. Ich hab zwei Reißzähne bekommen. Und wilde Knochen. Das sind eigentlich wilde Knochen. Wilder Knochen. Ja, aber es sind Knochen, die so wild rumlaufen. Nein, das sind von wilden Monstern. Ah, okay. Also von Monstern sag ich jetzt wie solche, die so. Ja. Nimm mal angenommen Rehe. Ja. Das zählt unter die Kategorie von Wild. Und das zählt zum Beispiel dann wilde Knochen wären das dann zum Beispiel. Okay. Also das Monster, du musst nicht verstehen. Oh, Rang hoch? Ja, du noch. Ja, Jäger du, ich bin Jäger Rang 3 schon. Informationen werden aktualisiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Alter, der war 140 größer als der andere. Wir haben schon 1,17 Punkte. Yay. Woohoo. Ja, na eben, wir haben jetzt schon zwei, wir haben nicht mal drei Parts. Richtig. Noch nicht mal ganz, nein. Müssen wir noch 30 Gegner töten. Dann haben wir vielleicht zwei Parts. Eigentlich hätten wir jetzt ja einen richtigen, naja, zwei Parts so. Ja? Können wir weitermachen gleich? Ja. Ja. Oh, guck mal, die will mit mir quatschen. Oh mein Gott! Jetzt geht's los, du bist orange. Hallo! Ich, Katu! Wir! Zu deinem Erfolg bei der dringenden Quest für Stufe 4! Ey, 4 war meins. Nein, das war meins. Jetzt! Nein, Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Punkt! Wo ist da ein Punkt? Das ist Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Punkt! Jetzt! Jetzt stehen! Jetzt wicken! Ich hab viel gelesen! Stehen!
Dir auch andere Quests sehr. Stufe 4. Offen. Punkt. Weiter. Diese Quests sind schwierig. Punkt. Komma. Ach, Komma. Also gibt's alles. Punkt. Wenn du Stufe 4 immer stehst. Komma. Kannst du die dringenden Quest freischalten. Komma. Die zu Stufe 5 führt. Punkt. Weiter. Ach. Wer? Komma. Wer? Diese Quest initiiert. Komma. Enthält im. An den Erhält im Erfolgsfall das Doppelte von dem Komma, was als Betragsgebühr bezahlt wurde, Komma, als Belohnung. Weiter! Ausrufezeichen! Punkt! Solltest du scheitern, fällt deine Vertragsgebühr allerdings an die Gilde. Das ist ja schließlich unsere. Unser Geschäft. Punkt. Punkt. Ich habe auch Punkt nach dir gesagt gleich. Wieder mit. So, okay. Ja. So. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Kurz Pause drücken. Pause. Pause. Slow Motion. Gut. Ja. Wir haben kurz nachgeguckt. Es war ein Plesiov. Wir machen erstmal die Blangong. Die. 20 Cyanar Tower. Erstmal 20 Bullfangos. Mensch. Okay, erstmal 20 Bullfangos. Ah, guck mal, ich habe jetzt einen orangen Namen. Ja, hab ich doch vorhin schon gesagt. Ich weiß, aber ich hätte es erstmal bemerkt. Du bist so blöd. Ich achte nicht so auf meine Umgebung. 20, nee, mal, wir posten jetzt 20. Nein, müssen wir alles machen nochmal. Also, Plesiov, Iotrome, Shogun Cyanar Tower und 2x20. 20 Bullfangos. Und 20 Shami Tower, also 20 ja. Befangen wir als erstes. Okay. Tötungsquest. Ich hab die Quest ja alle schon gemacht. Ärger im Wald. Ja, ich hab die alle schon gemacht. Das war eine Hassquest von mir. Aber Blangongo ist nervig. Blangongas, nee. Wolfango ist nervig waren. Ja, die anderen Mosser sind auch nervig. Ja. So, Quest vorbereiten. Generell welche Quest du 20 jagen musst. Ja, und dann findest du nur 19. Ja. Shami Tower. Das ist richtig assi. Der asozialste Quest, die es gab. Der Kutko ist hier. Oh, Jan Kutko, haben wir falschen Waffen. Nö, nee, die kann man trotzdem töten. Ja, dagegen habe ich auch nichts gesagt. Den töten ja. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Bitte. Menno, ich würde dich durchsäbeln. Durchsäbeln? Durchsäbeln. Guck mal, da ist ein Wasserfall. Wo? Da hinten, also ein kleiner Strom, der nach unten fließt. Nach oben? Nee, der von oben nach unten fließt. Ach so, sicher, dass es nicht Nebel sein soll. Ja. Weil hinten sind nämlich noch zwei weitere. Obwohl, es könnte auch irgendwas anderes sein. Nebel. Kann auch sein, dass es Schnee ist. Schnee. Aus den Bergen. Ja. Hinaus. Nee, dann glaube ich eher, dass es Wasser ist. Du hast schon einen gewohnt. Oh, nee. Ich habe schon einen getötet. Ich bin komplett den falschen Weg gegangen. Suche ich eben ausnahmsweise nach Jan Kutku. Jo, kannst du schon mal suchen. So. Zweites tot. Ja, töte du die mal. Ich mach die ordentlich manchmal. Nee, ich mach nicht alle. Machen nur die mir gerade ins Gesicht springen. Okay. Mir springt gleich ein ganz Kutku ins Gesicht. Oh mein Gott, da ist einer. Schweig still! Hier ist auch noch ein Bullfango. So, ich habe gleich 4 Bullfango schon getötet. Ich glaube, der ist ganz schön groß, der Jan Kutku. Also, es gibt 116%. Es gibt größere, aber der ist auch schon groß. 116%. Alter, hier sind 2 Bullfangos und ich habe gerade beide beim Rennen aufgehalten. Ich habe 4 schon getötet. Mensch, ich bin gleich tot. Wie jetzt? Alter, der hat mich gerade in den Füßen zuerst ungenuckt. Failure? Ja, so, ich gehe mal in die Deckung. Ich komme zu dir. Hast du schon Dings geworfen? Weißt du, hast du Getränk genommen? Was? Ja, habe ich. So, Megatron. Ich nehme mal Bullfangos, ja. Ja, mach das. Ich gehe mal wieder in den Kampf. Oh mein Gott, ich komm nicht raus, hier ist Bullfango. Der ist tot. Wir sind direkt davor, wir sind 2. Ich hab 2 getötet. Danke, ist er tot. Toll, ja gut, du hältst dich wieder zurück. Kannst du den mal wegnehmen? Geht nicht. Der will nicht. Ist er geflasht, oder? Ist er geflasht. Dann wäre ich gleich wieder weggeschlagen. Alter, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ah, jetzt. Alter, es geht doch gar nicht.
Boah, Mensch, bitte, ja, guck mal. Tausend, ja. Ja, endlich. Du hast ganz schön viel Schaden gemacht. Du hast knapp sich aus Schaden gemacht. Du mit deinem HP, hey. Deswegen hab ich ja gewusst, dass Jan Kutschu da ist, ein Pro. Hätte ich auch so gewusst. Ja,